Ich war bei DM einkaufen. Ich habe es auch schon in meinem Geburtstagsvideo erwähnt, dass ich einen Gutschein bekommen habe. Den habe ich eingelöst und etwas draufgezahlt. Ja, war diesmal ziemlich teuer, aber ich war schon lange nicht mehr und irgendwie habe ich so viele Sachen gesehen, die ich unbedingt haben wollte und dann wurde es halt ein bisschen teurer. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe alles neben mir in so einer großen Tüte und als erstes habe ich mir meine Olia Haarfarbe nachgekauft. Die ist schon leer, weil ich die schon verwendet habe. Ich habe leider das Problem und mir fällt es auch voll schwer, das zu sagen. Ich habe schon leichte graue Haare, also eher so nicht jetzt an meinem Scheitel oder so, das sieht man nicht so. Aber deswegen brauche ich Haarfarbe, die graue Haare abdeckt und ich bin sowieso ein Olia-Fan und muss jetzt leider dann auch öfter meine Haare färben. Ich habe es zwar sowieso immer gemacht, aber ja, jetzt bleibe ich auf jeden Fall bei Dunkel und färbe die dann immer mit Olia. Die Haarfarbe kostet 5,95 € und die ist einfach super. Also die ist ohne Ammoniak und alles und macht meine Haare nicht kaputt. Dann habe ich mir was gekauft, natürlich auch wegen der Verpackung so ein bisschen. Und zwar dieses Haarspray hier. Das ist von Got2b und ich liebe diese Got2b-Sachen. Die sind immer so schön verpackt und das ist so rosgoldfarben und dann hat es mich schon gehabt. Außerdem hat es so einen Anhänger hier dran, High Heels und so Lippenstift. Den fand ich voll süß. Und es ist ein Haarspray, aber für Volumen und Glanz. Und ich benutze eigentlich gar nicht so Haarspray, habe mir das aber jetzt einfach mal mit und habe es auch schon getestet und bin eigentlich ganz begeistert. Also es macht nicht so klebrige Haare und meine Haare glänzen wirklich dadurch. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht schlecht. Und ja, ich bin einfach ein Fan von den Got2b-Produkten, deswegen habe ich mir das gekauft, obwohl die recht teuer sind. Das hat jetzt aber 3,25 € gekostet. Ich finde, das geht eigentlich noch. Ist ja so eine Riesenflasche. Und es ist auch ganz neu. Dann habe ich mir was gekauft und zwar von Clairasil. Schaut so aus. Ist ein Akut-Pickelgel. Soll in 4 Stunden sichtbar Größe und Rötung der Pickel reduzieren. Ich habe immer wieder mit Pickeln zu kämpfen, leider, und weiß auch nicht so recht, was ich dagegen tun soll. Und habe mir das jetzt einfach mal gekauft, dass ich das gleich draufschmieren kann, wenn ich merke, dass ein Pickel kommt. Gerade geht es wieder mit meiner Haut einigermaßen. In meinem letzten Video war es schlimmer. Und ja, ich habe es jetzt schon getestet, also es hilft schon, aber jetzt, dass die in 4 Stunden sichtbare Größe reduzieren, finde ich jetzt nicht. Aber so allgemein, finde ich, gehen sie dadurch schneller weg und hat mir das schon ein bisschen was geholfen. Es brennt allerdings, also ich habe schon entzündete Pickel auch, auch wenn es jetzt ein bisschen eklig ist, aber da brennt es. Aber ja, es hilft schon einigermaßen. Das kostet jetzt 4,35 €, also das ist schon was teurer, aber ja, ich muss das erstmal noch gescheit austesten, um zu sagen, ob es wirklich was bringt oder nicht. Ich werde wahrscheinlich noch die Möglichkeit dazu bekommen, leider das austesten zu müssen. Dann habe ich wieder zweimal meinen Augen-Make-up-Entferner nachgekauft, den ölhaltigen. Ich finde, das ist einfach der beste. Kostet 1,45 € pro Stück und ja, ich liebe den einfach. Dazu passen wieder Maxi-Pads, die zeige ich euch ja auch jedes Mal, kosten 85 Cent pro Päckchen und nehme ich auch immer mit. Dann habe ich was entdeckt, über das ich mich sehr gefreut habe. Und mich hat es gewundert, dass es die Limited Edition jetzt schon gibt. Und zwar bei Duschgelen gibt es jetzt so richtige sommerliche Düfte. Und das hier jetzt Melon Tango mit Melonenduft. Und ah, das riecht so göttlich. Und das riecht wirklich nach Wassermelone. Also nicht künstlich. Ja, das riecht sehr, sehr gut. Und das musste ich sofort haben. Das andere war Mango. Aber ich bin nicht so ein Mango-Duft-Fan. Von dem her habe ich mir jetzt nur dieses hier mitkostet 65 Cent und es riecht wirklich göttlich. Ich freue mich schon, wenn ich das jetzt benutzen kann. Es ist schon alles so sommerlich. Also ich hoffe, die gehen nicht bald weg, weil ich eigentlich so mit Melonen dann lieber im Sommer dusche. Und ja, aber es wird ja bald Frühling, Sommer, deswegen wird es schon gehen. Dann habe ich mir ein Parfüm mit. Das habe ich mal dran gerochen im Müller, glaube ich. Und habe das nur mal so aufgesprüht, weil ich eigentlich kein Fan von Playboy-Düften bin. Aber dann hat mich der Geruch so verfolgt, dass ich es mir kaufen musste. Schaut so aus. Ist auch wieder aus der Pin-Up Collection und ist aber jetzt ein neues in so einer lila Verpackung mit so gelben Pünktchen. Schaut voll süß aus. Und die Flasche ist halt so typisch Playboy mit diesen Ohren dran. Und ich finde es eigentlich echt teenie-mäßig. Aber der Duft riecht wirklich sehr gut. Also ich kann es halt auch nicht beschreiben. Sehr süß natürlich und eher so seifig und das liebe ich. Und der riecht auch eigentlich sehr lange für das, dass es so ein billigeres Parfüm ist. Das kostet jetzt 7,95 € sind 30 ml. Gibt es auch noch in der größeren Flasche und Duschgel und so. Gibt es auch wieder alles dazu. Aber ich wollte jetzt bloß das Parfüm.
Dann habe ich mir meine Handcreme wieder nachgekauft. Das ist die Papaya Buttermilch. Die riecht sehr, sehr gut, obwohl es auch so ein sommerlicher Duft ist. Aber es ist ja eigentlich schon fast voll frühlingsmäßig. Die kostet 85 Cent und die geht bei mir so schnell leer. Und die pflegt wirklich sehr gut die Hände. Dann nochmal was gegen Pickel. Und zwar habe ich mir so eine Garnier-Maske mit. Die ist jetzt Anti-Pickel-Thermomaske heißt, die reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam mit Salicylsäure und Zink. Das wollte ich einfach mal ausprobieren, als wenn ich wieder Pickel habe oder so, dass ich die dann gleich drauf mache. Vielleicht hilft es ja irgendwas. Ich wollte es einfach mal testen. Das war auch nicht so teuer, das kostet 75 Cent in zwei Packungen. Dann habe ich was Neues gesehen bei Labello. Muss ich auch immer gleich zuschlagen. Schaut so aus, heißt Bee Natural und ist anscheinend aus Bienenwachs und mit Granatapfelduft. Das ist so ein kleiner Labello. Ist jetzt nicht sonderlich schön verpackt, schaut so aus. Aber riecht sehr gut. Also riecht sehr gut wie Wachs und Granatapfel. Also ich finde den Geruch gar nicht so schlecht. Und es ist halt natürlich, aber ansonsten weiß ich jetzt noch gar nichts über das Produkt. Ich habe das da ganz neu gesehen und habe das gleich eingepackt. Ich muss mich da mal drüber informieren, was da besonders ist und werde auch dann mal austesten, wie der pflegt. Ich habe ja bestimmt schon Millionen Labellos, aber hilft ja nichts. Der kostet 1,95 Euro. Dann habe ich mir meinen Cleanser nachgekauft für die Gelless at Home. Der war jetzt leer und ich habe ihn auch wirklich oft benutzt. Also die halten schon lang. Deswegen habe ich mir den jetzt einfach mal nachgekauft. Gekostet hat der 2,45 Euro. Ich mache es zwar gerade im Moment nicht, aber ich wollte ihn einfach daheim haben, dass wenn ich wieder meine Nägel mache, dass ich dann einen da habe. Dann habe ich mir gekauft einen Blush. Der schaut so aus, aus dieser LE von Catrice. Das ist ein bisschen dunklerer Blush. So schaut der aus, hat aber zwei Farben. Wenn man die mischt, schaut das Ganze so aus. Und der ist in der Farbe Meat Cherry. Und das ist die LE, wo es passend dazu die Lippenstifte gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich habe mir aber den nudefarbenen Lippenstift gekauft und aber den Blush dazu genommen. Ich fand den ganz hübsch und so eine Farbe hatte ich noch nicht, deswegen habe ich jetzt den Blush genommen. Dann habe ich mir noch einen Soft Sensation Lip Color gekauft. So schaut der aus. In der Farbe Pretty in Fuchsia, glaube ich. Ja, Pretty in Fuchsia. Die Farbe fand ich voll geil. Deswegen habe ich mir den mit. Ist so ein richtig kräftiges Fuchsia. Und den gibt es jetzt auch in ein paar neuen Farben. Noch Pflaume und sowas. Kostet 5,85 Euro pro Stück und ich liebe die, weil der pflegt einfach sehr gut und trocknet meine Lippen nicht so aus. Deswegen, ja, habe ich mir nochmal die Farbe gekauft. Die andere war so Pflaume und Nude-Töne, da habe ich jetzt schon alles. Aber die Farbe fand ich jetzt irgendwie ganz hübsch und da habe ich noch nicht so viel. Dann habe ich mir noch zwei Sachen für die JNS at Home gekauft. Das sind so Effekt-Topcoats und zwar schauen die so aus. Einmal ist es so ein lilaner Glitzer und einmal sind schwarze Punkte. Ich habe das auch gleich austesten müssen. Und bin sehr enttäuscht, weil ich zeige euch das mal schnell. Bei diesem mit den schwarz-weißen Punkten. Das Gel ist relativ dick und man kennt es jetzt nicht so gut, aber diese Punkte sind sehr schwer, dass man die da irgendwie schön drauf bekommt. Also entweder man hat so einen richtig dicken schwarzen Punkt, weil dann alle so Punkte zusammenkleben. Oder man hat eben nicht so... Oder man hat sie eben weit auseinander. Entweder habe ich das noch nicht ganz raus, aber irgendwie, also so wie auf dem Bild jetzt hier, wird es bei mir nie. Auch bei dem wird es überhaupt nicht wie auf dem Bild. Ich habe gedacht, dass dann der ganze Nagel so mit diesen lila Flakes ist, aber da schafft man das auch nicht. Es ist dann eher so ein Flitter-Topcoat, also auf jeden Fall nicht allzu deckend. Falls ihr das hier sehen könnt, so schauen die Glitzerstreusel aus und das Gel ist dann auch ziemlich dick und irgendwie habe ich das noch nicht so ganz raus, wie das dann geht. Ja, weiß noch nicht, was ich von denen halten soll. Die habe ich mir auf jeden Fall beide gekauft. Und dann habe ich mir noch was gekauft fürs Nachrasieren. Das habe ich bei der X Karenina gesehen und zwar ein Aftershave Pflegegel. Sie hat so geschwärmt von dem, dass das in der Drogerie echt sehr gut sei. Ist auch ein bisschen teurer. Das kostet jetzt 2,95 Euro, obwohl es so eine kleine Tube ist. Aber ich habe echt Probleme nach dem Rasieren, dass mir meine Beine brennen und ich so auch so Rasierpickelchen kriege und es soll dagegen anscheinend helfen. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann hat P2 noch Ausverkauf gehabt und da habe ich mir nochmal so einen soften Your Lips Stift mit. Der ist wirklich sehr, sehr fettend und unter die Nude-Lippenstifte brauche ich den, weil die bei mir ansonsten total austrocknen. Das ist bloß so ein durchsichtiger Fettstift.
Den finde ich sehr, sehr gut und der war jetzt noch reduziert sogar. Hat jetzt dann 2,25 € gekostet. Ich weiß gar nicht, was der vorher gekostet hat. Ich glaube 3 € noch was. Auf jeden Fall habe ich mir den noch gekauft. Und dann habe ich noch was entdeckt. Das habe ich aber schon länger. Habe es mir jetzt nochmal nachgekauft. Schaut so aus. Ist von Alverde und zwar gegen strapazierte Haarspitzen. Und die habe ich ja immer wieder, obwohl ich jetzt wieder mal ein Stück abgeschnitten habe. Das sieht man jetzt nicht, aber ich habe immer wieder trockene Spitzen und. Ja, hab mir das nochmal mit und finde es sehr gut, deswegen habe ich das jetzt nachgekauft. Ist auch ohne Silikone und alles und ich tue das so ins feuchte Haar und meine Spitzen werden dadurch einfach weicher und ich hoffe, dass die auf die Zeit lang auch wieder ein bisschen gesünder werden, beziehungsweise ich das irgendwie hinbekomme. Aber ansonsten finde ich das Produkt echt nicht schlecht und kann es euch nur empfehlen. Gibt's doch, glaube ich, auch noch gar nicht so lang. Und dann zum Schluss noch drei Nagellacke und zwar einmal aus der aktuellen Catrice L.A. Luxury Lacquers habe ich mir diesen hier mit. Ist in dieser Chamäleon-Optik, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so erkennt. Der schimmert so pink, regenbogenfarbenartig und ist so ein, ja, wie sagt man denn dazu? Nicht orange, so ein Koralle halt, aber der heißt 1008 Com. Leon, also Chamäleon. Und den fand ich sehr, sehr hübsch. Ich habe auch so eine Farbe noch nicht. Und ich hoffe, der macht sich auf dem Nagellack auch so gut mit so. Dass der Chamäleon-Effekt auch so gut rauskommt. Deswegen dieser hier. Und der hat gekostet. Ah, 3,45 €. Da gibt es noch ganz viele Lacke mit Sandeffekt und mit Glitzer. Und dann gibt es noch solche mit, wie heißt denn der Öleffekt? So Öslig, wie nennt Öslig oder so, wie nennt man das? Und also bei den Chamäleon-Lacken, da gibt es auch noch verschiedene Farben. Also ganz, ganz viele Nagellacke. Aber ich konnte mich jetzt nur für den einen irgendwie begeistern. Dafür habe ich mir aber zwei Essie-Lacke mit. Und zwar diese hier. Sind beides aus einer Limited Edition. Irgendwie war der ganze DM bei mir voller Essie Limited Edition. 3 Stück. Und mein dunkler Essie ist leer gegangen, Nagellack, deswegen wollte ich einen neuen dunklen und habe dann den hier gesehen und der hat so Glitzerflecks drin und dann dachte ich mir erst, oh, der ist ja schön, den will ich unbedingt haben und hätte mir bei der Beschreibung, er heißt nämlich Belugaria, naja, denken können, das ist jetzt blöd, aber im Nachhinein ist es irgendwie klar, auf jeden Fall hat der so Kaviarperlen drin, also der ist ziemlich dick und auch echt blöd aufzutragen. Ich weiß gar nicht, das erkennt man jetzt wahrscheinlich am Pinsel gar nicht. Ja, doch ein bisschen. Auf jeden Fall ist der kein glatter Nagellack. Es gibt so, wie soll man das denn sagen? Lauter so Hügelchen am Nagel und schaut nicht so schön aus. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er einfach nur schwarz wäre und diese Glitzerflakes drin hätte. So finde ich das jetzt ein bisschen blöd und kann ihn dann auch nur an einen Finger geben, weil auf der ganzen Hand, das hatte ich schon, schaut es echt blöd aus. Es wird auch leicht dann so dick und hat mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mir noch den Naughty Nautical mit. Das ist so ein, Grün Mint und der hat so silberne Glitzerpartikel drin. Den fand ich auch sehr, sehr hübsch jetzt für den Frühling. Kann ich mir den gut vorstellen oder auch für den Sommer. Deswegen habe ich mir den noch gekauft. Kosten beide 7,95 €. Ja, das war alles, was ich mir gekauft habe. Insgesamt habe ich bezahlt 55 €. War schon echt teuer. Aber das Parfüm war sehr teuer. Oder das heißt sehr teuer halt. Und die beiden Essie-Lacke und dann ging das eigentlich ganz schnell und dann waren 55 € weg. Aber ja, ich hatte ja 10 € Gutschein, deswegen 45 €. Ja, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!